Programm bei Swiss News TV exklusiv. Heute aus Zürich, aus dem 6 Leute. Hinter mir, ihr hört es schon, ist es gut. Und es geht los mit dem Mörserschießen. Und wir holen natürlich auf dich ein paar Stimmen an Bord. Hallo, dein Name ist? Gerne. Und wie fühlst du dich als St. Gallerin in Zürich? Ja, gut. Und wie lange habt ihr euch darauf vorbereitet, auf das ganze Event hier? Ja, schon ziemlich lange. Wir haben ein ganzes Training drauf gemacht und ja. Und wie sieht so der Ablauf heute für dich aus? Ja, wir sind so, jetzt gehen wir dann einen Umzug, machen uns bereit und nachher ja, gehen wir den Umzug durch und ja. Ja. Das heisst, heute wird lang gefestet? Nein, ich weiss es noch nicht. Ich glaube nicht so, aber ja. Super, merci vielmals. Hallo Daniela. Hallo. Wie geht's dir? Jetzt noch gut, merci. Wie ist das so? Was hast du für einen Bezug hier zum 6-Leuten? Ja, also als Jugendliche aufgrund von meinem Jahrgang war es nicht ganz spannungsfrei gewesen. Inzwischen bin ich Mami, habe Kinder, die selber an den Kinderumzug schauen wollen. Und jetzt finde ich es einfach ein schönes Frühlingsfest. Okay, wie sieht ihr genau so die Alltag aus? Das ist ziemlich stressig, oder? Wann musst du zum Beispiel heute aufstehen? Für 6 Leute? Genau, ja. Ich habe gestern Abend noch länger vorbereitet, aber heute konnte ich eigentlich ausschlafen. Und es ist einfach lang, man muss lang konzentriert sein. Und es ist nicht ganz ohne, mit dem Rücken zu dem Bögen zu stehen, wenn einem dann so die brennenden Holzwollenteile von hinten entgegenwehen und so. Ja. Das finde ich eigentlich immer so ein bisschen die Herausforderung. Okay, und da hast du überhaupt noch Zeit, heute nachher noch etwas zu feiern, oder ist das für dich heute gar kein Thema? Ich feiere es, wenn wir den Bögen verbrennt haben und alles gut gelaufen ist. Okay, dann hoffen wir, dass es auch gut kommt. Gell? Danke. Merci für das Interview. Merci. Ciao Daniela. Ciao zusammen. 8.3, wie heisst du? Janine, und du bist? Carmen. Carmen, das ist von welcher Zunft? Zimmerleute. Also, was tut ihr dir so vorspielen? Ich sehe hier gerade Broadway. Also ist das ein Stück, das man kennt, oder ist das nur rein so klassisch? Also ich kenne es nicht, ehrlich gesagt. Also ich kenne es nicht vorher. Okay. Ja, was wie lange habt ihr das so geprobt, Carmen? Wie lange hast du zum Beispiel jetzt für all die Lieder, wie lange hast du geprobt? Ja, wir haben schon etwa so 1 bis 2 ja, Monate vorher. Haben wir mal angefangen und so vor 6 Leuten so 2, 3 Proben, wo man es richtig durchspielt. Okay. Und du hast auch etwa gleich viel Proben, nehme ich mal an. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist es jetzt, wenn ich in die Zunft gehen will? Was müsste ich hier machen? Also, ich glaube, man kann nicht einfach so in die Zunft. Genau, eben, es gehört gehabt. Ja, wenn wir dann irgendwie reingeboren oder kauft sich ein. Nein, also, du bist reingeboren worden? Nein, wir sind einfach Zunftmusik. Ja. Als Harmonie ist mir eine Zunftmusik von einer Zunft. Wir gehören eigentlich nicht wirklich zu der Zunft. Wir also wir unterbrechen das Interview. Der gehört, das ist nicht die richtige Zunft. Nein, Spass. Also du bist in dem Fall eine leidenschaftliche Musikerin und hast dann gedacht, du wolltest hier einfach Musik mitmachen und deswegen hast du nachher die entschieden, hier mitzumachen. Ja, genau. Ja. Wie war das bei dir, Carmen? Genau gleich wie bei ihr. Ja. Okay. Also, noch schnell ein kleiner Tipp von euch. Wie lange tut der Böck heute brennen? Ich würde sagen, es sollte ein guter Sommer werden, also sage ich etwa 8 Minuten. 8 Minuten von dir und von dir, Carmen? Ja, 9 Minuten. 9 Minuten. Also, wir werden sehen, wie lange es noch wird gehen. Und in dem Fall, schön 6 Leute noch. Danke. Merci. Hoi, Carlo. Sali. Schönen Nachmittag. Ja, dir auch. Wie findest du das 6 Leute bis jetzt? Ich finde es fantastisch. Schönes Wetter, wirklich coole Leute, super. Ja, du kennst das schöne Wetter ja sicher schon aus deiner Weltumrundung, oder? Das ist sicher etwas wichtigsten, wichtiger Punkt in deinem Leben, vor allem Guinness Weltrekord, oder? Genau, Guinness World Record. Und es ist schon so, dass ich während der Weltumrundung ein bisschen schlechtes Wetter hatte. Ja, wir haben es gesehen, so über Japan ist es, glaube ich, oder? Und dort Umrundung, dort Pazifik, ist eher ein bisschen schlimmer gewesen als die andere Seite, oder? Ja, nicht nur dort, sondern auch in Indien. Wirklich Stürme. Also, selten wird es mir schlecht bei Flügen. Einmal in Indien ist mir wirklich schlecht geworden bei einem Flug. Und ich habe fast den Boden geküsst, wo ich gelandet bin. Das ist wirklich katastrophal. Also hast du Glück in dem Fall, dass du überhaupt noch da stehst? Ja, das schon. Aber immer unter Kontrolle. Ist es für dich ein grosses Jahr, dass du bei Zunft zu Zimmern Leuten bist? Ja, sehr. Es sind extrem coole Gäste. Unter anderem auch die Linda Fee und weitere Gäste, der Bischof von St. Gallen. Ja gut, Linda Fee, das ist schon etwas, was du zwar mit deiner Freundin, die ja auch nicht schlecht aussieht, muss ich selber sagen. Es war keine Anspielung. Nein, nicht mehr.
gegangen in dem Fall. Ja, aber schon länger, seit ein paar Minuten. Okay, ja, dann tut es mir leid für dich. Ja, kein Problem. Was machst du heute Abend noch? Mit der Zunft rausgehen oder? Ja, noch andere Ehrengäste kennenlernen von anderen Zünften. Das ist natürlich auch sehr gut. Jetzt eine Frage an dich, das fragt mir jeder da. Da haben wir schon den Büssi gefragt von Energy, da haben wir schon jegliche anderen gefragt. Was schätzt du, wie lange braucht der Böck heute? Ich sage 7,5 Minuten. Okay, super. Dankeschön fürs Interview. Merci ebenfalls, danke. Ali Büssi, Energy Zürich Moderator und Komödiant. Den haben wir ja mal schon gesehen, Schweizer Talent. Genau, so ist das, ja. Heute ist aber nicht mein Talent gefragt, sondern das vom Böck. Ich hoffe, er macht es gut. Ja, ich hoffe, wir haben das schnell gehabt als Zürcher, oder? So 5 Minuten. Ist mal so meine Schätzung, ich hoffe, dass es wieder so wie 2003 wird. Ja, das hoffe ich auch, vor allem weil auf meinem Arbeitsplan steht, Arbeitsbeginn 14 Uhr bis Ende der Veranstaltung. Also je schneller er explodiert, desto früher habe ich Feierabend. Ja, vielleicht heisst es auch, ja, du musst noch bis zum Volkswurst bleiben. Ja, ich habe schon gerüchteweise gehört, dass vor uns im Studiobus nachher noch eine kleine Privatparty stattfindet. Also man hat mir gesagt, man hätte Würst und so eingekauft. Ich bin das allererste Mal jetzt als Moderator am 6. Leute. Also ich habe keine Ahnung, wie das nachher mit dem Brötler funktioniert, aber ich tue mich dieser Tradition jetzt mal gerne an. Okay, super. Bist du aber schon am 6. Leute gewesen im Jahr? Das schon, ja. Vor etwa 3 oder 4 Jahren das letzte Mal mit dem Velo gekommen, was übrigens eine ganz blöde Idee ist, weil es hat unglaublich viele Menschen kommen, bitte nicht mit dem Velo, nicht mit Kinderwagen, mit gar nichts, kommen einfach und haben Spass. Würdest du 6 Leute an den Jugendlichen aus der Schweiz empfehlen, die nicht nur aus dem Kanton Zürich kommen? Ja, vor allem natürlich für die Auswärtigen, sage jetzt mal, also die nicht von Zürich sind, ist es ja glaube ich ein Phänomen, dass man ein Fest machen kann, ohne sich zu verkleiden. Das ist, weil wir Zürcher einfach so gut aussehen, wir müssen uns nicht verkleiden. Also darum kommen alle da und feiern mit uns eine grosse Party. Was ist dein Tipp von der Zeit? Ich sage, letztes Jahr war es etwas um die 12 Minuten, gewesen, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, 12:45, genau. Ja, ich sag, das wird jetzt schon mit dem warmen Wetter und so ein bisschen schneller gehen. Etwas um die 8,5 Minuten. Okay, das ist ein guter Tipp. Ich selber habe jetzt 5 Minuten 42 geschätzt. Oh. Optimist? Optimist, eine Sekunde kürzer als 2003, aber ob es eingehalten wird, wissen wir nicht. Ich hoffe, der gute Hund da bewacht es noch ein bisschen, weil sonst kommt wieder so einer und zündet es mal an. Genau, ist auch schon passiert. Ich glaube, Anfang des 19. Jahrhunderts oder so hat ein Bub mal angefangen anzünden. Nicht empfehlenswert. Laut Wikipedia hat der Bub das von Kommunisten angestiftet worden. Das habe ich auch gelesen. Wir haben die gleichen Recherchequellen, merkst du? Jawohl, also danke Stefan für das Interview. Merci vielmals und Schweizer Jugend TV weiter so. Dankeschön.